Mit 15 habe ich gemerkt, dass es mir irgendwie nicht so gut geht. Ich habe ungefähr 1,5 Jahre meine Wohnung eigentlich nicht verlassen und nur Computer gespielt. Ich habe häufig versucht, meine Traurigkeit runterzuspielen. Und das hat aber dafür gesorgt, dass ich letztlich nach Hause gekommen bin und in ein tiefes Loch gefallen bin. Irgendwann hat mich dann ein Freund darauf angesprochen und mir gesagt, ich merke ganz genau, dass du nicht fröhlich bist. Hör auf, diese Maske aufzusetzen, das musst du nicht machen. Ich habe mir irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr gerne YouTube-Videos angeguckt und da wurde öfter über das Thema Depression gesprochen. Und da habe ich so richtig das erste Mal angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Für mich war Depression eigentlich ein Begriff, der irgendwie sehr schwerwiegend war. Dementsprechend wollte ich das vielleicht auch gar nicht wahrhaben, depressiv zu sein. Heute mache ich öfter Videos auf Instagram und da spreche ich auch über meine Depression oder auch über Panikattacken. Ich habe immer das Gefühl, dass man häufig denkt, man ist mit seinen Problemen alleine und wenn man sie dann aber tatsächlich teilt, dann weiß man, das ist gar nicht so. Das Wichtigste ist für mich eigentlich gewesen, dass ich über meine Probleme gesprochen habe, dass ich mich getraut habe, über das zu sprechen, was ich lange runtergeschluckt habe. Und auch das geht sehr gut mit Freunden oder mit Bekannten. Einfach nur sagen, wie geht's mir eigentlich? Und vielleicht anderen Leuten auch mal zuhören und nachfragen, wie es den anderen Personen so geht.